Fantastic. Guten Tag, willkommen zur 17 Uhr Folge von Let's Play Clash of Clans. Und ich hab dir ganz vergessen, heute ist ja ein besonderer Tag. Heute ist Dienstag, der 17.03.2015. Und was heißt das für uns? Was heißt das für uns? Heute ist St. Patrick's Day. Und auf Irisch heißt das La Fail Padraig. Ich weiß nicht genau, ob man dazu ausspricht. Möchte euch aber natürlich neben diesem Loot, den wir jetzt noch ein bisschen suchen, natürlich ein paar Informationen geben über den St. Patrick's Day, weil ja vielleicht einige von euch, genauso wie ich eben natürlich auch, nicht genau wusste, was hat es eigentlich damit auf sich, außer dass ich immer grün gefärbtes Bier trinke an dem Wochenende. War auch jetzt wahrscheinlich am kommenden Wochenende, weil hier, wir haben ja auch so einen Pub in der Nähe. Und da wird dann auch natürlich kräftig gefeiert. Also, wir suchen jetzt erstmal eigentlich noch. Aber bevor wir das machen, ich habe natürlich ein paar Kobolde ausgebildet. Ein paar Kobolde zu Ehren des St. Patrick Days. Und hier habe ich auch noch 30 Stück drin. Und wir suchen jetzt einen Gegner. Während ich den Gegner suche, kann ich euch schon mal etwas sagen über den St. Patrick's Day. Also, es ist ein Gedenktag an den irischen Bischof Patrick. Wird vermutet, ist es nicht genau belegbar, dass er im 5. Jahrhundert lebte und der erste christliche Missionar war in England. In England sag ich schon, in Irland natürlich. Mann. So, wir nehmen den jetzt mal mit. Kobold, nimm es mit. So, was haben wir noch? Sterbetag wird auf den 17. März gelegt, oder es wird vermutet, dass es der 17. März ist. Es ist halt, wie gesagt, nicht zu 100% belegbar. Allerdings wird dann jetzt der St. Patrick's Day immer am 17. März gefeiert. Und ja, Patrick wird in der katholischen Kirche als Heiliger verehrt und gilt als Schutzpatron Irlands. Das ist natürlich auch noch ganz gut zu wissen. Und ja, was hat es jetzt damit auf sich? Also, der 17. März ist in Irland, Nordirland, im britischen Überseegebiet Montserrat, der kanadischen Provinz Neufundland, ein gesetzlicher Feiertag. Ich gebe übrigens jetzt mal eben auf, die Pokale sind mir jetzt gerade egal, die Kobolde haben geraubt. Was noch ganz witzig ist, in vielen, vielen Städten werden dazu große Paraden abgehalten. Man zieht sich grün an, es ist halt so im... Ja, das Kleeblatt-Symbol ist dann überall oder allgegenwärtig. Man zieht Hüte auf und so weiter und so fort. Und in München findet auch eine ganz große St. Patrick's Day Parade statt. Das wusste ich nämlich auch noch nicht. Auch mal ganz interessant zu wissen, ne? Also, und natürlich noch in Dublin, Boston ist ja ganz bekannt, Chicago, aber auch in Manchester, aber auch in Savannah und in London gibt es eine Parade. Und ja, alles ist grün und all ihre Stämmigen, aber auch alle anderen, die sich dafür interessieren, feiern den St. Patrick's Day. Und was ganz cool ist noch, was ich noch gelesen habe, in Chicago wird der, ich weiß gar nicht, was ist das für ein Fluss? Muss ich mal eben gerade überlegen. Ich war doch so gut in Erdkunde. Ich muss da mal eben überlegen, welcher das war. Gute Frage auf jeden Fall. Gute Frage, ich weiß es gerade gar nicht. Der Chicago River, kann das sein? Ja, ich glaube schon. Es ist ja, wobei, weiß ich gar nicht. Das ist natürlich jetzt blöd, dass ich das nicht weiß. Das gucke ich jetzt erstmal nach. Also Chicago ist ja die Hauptstadt von Illinois, das weiß ich natürlich. Allerdings, welcher Fluss da jetzt genau durchfließt? Ah, der Chicago River. Ha, ich habe es doch gesagt. Ja, das habe ich doch gesagt. So ist das nämlich. Genau. Ja, mündet ja in den Michigan, oder ursprünglich floss er in den Michigansee, aber na gut. Das ist jetzt auch alles nur off-topic, was wir jetzt hier noch haben. Wir werden jetzt hier die Gegner noch, die Kobold noch ausbilden. Ich wollte ja noch ein paar Sachen erzählen. Also er wird grün gefärbt. Und ja, früher wird dafür so etwas auf Ölbasis verwendet, aber heute werden pflanzliche Farbstoffe benutzt. Das Bier wird natürlich auch immer mal wieder grün gefärbt. Während wir jetzt hier noch gucken uns noch ein, zwei Angriffe an, solange. Ja, eigentlich ganz lustig, finde ich, das grüne Bier, also natürlich mit Farbstoffen wird das dann gefärbt, außer das Guinness, ne? Ganz wichtig, Guinness wird nicht grün gefärbt. Und ja, in Deutschland, wie gesagt, erfreut sich der St. Patrick's Day auch einer immer größer werdenden Fangemeinde, finde ich eigentlich ganz lustig. Ich muss es jetzt nicht unbedingt, ich muss nicht unbedingt feiern, aber am Wochenende vielleicht mal, wenn in dem Pub dann sowieso irgendwie St. Patrick's Day Special ist, dann kann man das ruhig mal machen. Ich feiere dann aber eher so, ich sag mal aus Lust und Laune, ich feiere dann nicht unbedingt aus religiösen Gründen, also ich feiere nicht den
Schutzpatron Patrick, also das ist dann wahrscheinlich auch nicht so empfehlenswert. Und da würde mich echt mal interessieren, feiert ihr das auch? Kennt ihr den St. Patrick's Day? Wusstet ihr, dass der heute ist? Ohne das, dass ich das erwähnt habe, hattet ihr das vorher schon gewusst? Und feiert ihr das noch? Oder seid ihr vielleicht irische Abstammung? Ich weiß es ja nicht. Schreibt es mir in die Kommentare rein, würde mich wirklich mal interessieren. Ich wollte erst noch eine Kleeblatt-Base bauen, aber das war mir dann irgendwie... Ich hab mal noch eine Vorlage gesucht, aber irgendwie habe ich nichts gefunden. Ich habe nichts gefunden. Shamrock heißt das ja auf Englisch, Kleeblatt. Aber irgendwie dann auf Deutsch gesucht, aber irgendwie wollte mir da nichts gelingen, was ich dann großartig finden konnte. Deswegen, schade, schade. Aber nun gut, vielleicht baue ich die dann nochmal irgendwie später mal nach. Oder so. Ich weiß ja, wie ein Kleeblatt aussieht. Kann man dann vielleicht noch irgendwie noch bauen oder einer von euch baut eine Base und schickt mir das Foto oder so. Das wäre natürlich noch einfacher, wenn das so wäre. Wir gucken mal noch. Hier war doch unten. Ah, hier ist noch einer von Loot von Energize. Oh, auch eine schöne Base. Auch ein schönes, da sollte man doch eigentlich mal, hätte sich doch Clash of Clans eigentlich mal was überlegen können und irgendwie, weiß ich nicht, so ein Special machen oder so, irgendwie mit grünen Mauern oder was weiß ich, das wäre lustig gewesen. Oder wächst auf einmal so ein Kleeblatt an der Seite, ich weiß nicht genau, irgendwie in Finnland scheint das wohl nicht so beliebt zu sein, habe ich irgendwie das Gefühl. Deswegen wurde dort dann wahrscheinlich nichts gemacht. Ja, deswegen. So, gucken wir jetzt mal eben noch hier, wir eben noch den Angriff gucken von Energize. Ja, auch eigentlich ein schöner Loot. Man muss auch sagen, eine schöne What the Fuck Base. Auf jeden Fall eine What the Fuck Base. What the Fuck. Darf ich nicht mehr sagen. What the Fuck. Wenn man sich schon mal angewöhnt hat, dass wenn man immer What the Fuck sagt oder What the Fuck, dann irgendwann kriegt man es, glaube ich, nicht mehr aus dem Sprachgebrauch raus. Was habe ich jetzt für Truppen noch? Wir haben 4 Mauerbrecher, 133 Kobolde, 133 Bogenschützen, 24 Kobolde, 6 Riesen und 33. Barbaren nennen die sich ja, mit dem schönen Bart. Und wir wollen mal gucken, dass wir jetzt noch einen schönen Gegner finden. Ich weiß nicht, ob ihr auch diese Legende kennt, dass ja immer am Ende eines Regenbogens ein Goldtopf sein soll, der von einem Kobold bewacht wird. Deswegen bin ich auch erst darauf gekommen, nochmal ein paar Kobolde auszubilden und den Kobold auf das Thumbnail zu packen. Eigentlich ganz lustig, finde ich. Aber nun gut. Es ist natürlich nur eine Legende. Ich habe auch in meinem Leben am Ende eines Regenbogens leider noch nie einen Goldtopf gefunden. Vielleicht sollte ich mal noch ein bisschen weiter suchen, ich weiß nicht. Während wir jetzt hier noch suchen, ich will auch jetzt heute nicht unbedingt noch einen Cut machen, ich weiß nicht. Ah ja, ist doch ein bisschen was nett. Na, wobei 900... Ah komm, das nehmen wir. Wir nehmen uns jetzt eben das Dunkle mit. Komm, was soll's. Klarenburg hat er dort. Ich will mal eben sicher gehen. Also normalerweise ist es immer so. Die Leute, die Klarenburg so weit außen haben, da denke ich mir immer so, kann da denn was drin sein? Und na, es ist nichts drin, aber gut, dass wir sie ausgelöst haben. Und zwar aus dem Grund, weil nämlich noch eine Skelettfalle dort war. Eine Skelettfalle war dort und ich löse jetzt gleich erstmal noch die Bomben aus. Und jetzt haben wir ja auch genug Zeit. Wir haben noch 2 Minuten 45 Zeit. Also noch Zeit satt, jetzt hier noch uns mal eben um die Skelettfalle zu kümmern. Und nachdem wir uns um die Skelettfalle gekümmert haben, werde ich mal gucken, dass ich hier noch sonst... Hier werden auch irgendwo... Ja, ich erwarte ja immer ungefähr das gleiche Schema an Riesenbomben. Also wenn irgendwo da eine ist, wird hier wahrscheinlich auch irgendwo eine sein. Ah, hier hat er alle auf eine Seite gepackt. Das ist natürlich jetzt auch nicht so schlau, will ich mal meinen. Aber ich versuche... Ja, jetzt haben wir die ja im Grunde da schon weg. Jetzt kann ich ja im Grunde in aller Ruhe von hier vorgehen. Also jetzt... Gucken wir mal. So. Jetzt zählen wir die alle dahin. Und gucken mal eben, warten wir eben, bis das... Jetzt müsste es eigentlich genau das richtige Timing sein diesmal. Diesmal müsste es genau das richtige Timing sein mit dem... Ja, schön, mit den Mauerbrechern. Jetzt setzen wir hier unsere Bogenschützen her. Und ich schicke jetzt schon mal die Kobolde los. Die können sich jetzt schon mal so ein bisschen austoben da. Und schon mal etwas wegmachen. Im Schutz der Riesen hoffentlich. Im Schutz der Riesen. So, hier unten kann ich auch schon mal anfangen, ein bisschen Prozente zu holen. Und die Kobolde. Ich liebe die Kobolde. Aber sie sind jetzt leider tot. Die Kobolde sind leider tot. Ich habe auch noch 6 Stück. Jetzt warte ich mal eben schnell. Aber wobei, die holen sich das ja eh schon. Die holen sich jetzt schon das Dunkle. Ich will eigentlich nur das Dunkle haben. Ihr seht, das 50.000 Dunkles habe ich aktuell. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. So, die holen sich jetzt noch das aus dem Bohrer. Jetzt kommen sie noch von der Seite. Ja, schön. 32%. Und jetzt könnte ich eigentlich noch auf ein paar Prozente gehen. 33%. Ich will diesmal nicht... Ah, ich habe noch Kobolde. Ich habe ja noch Kobolde in meiner Clanburg. Und da sind sie alle am Laufen. Lauft, Kobolde, lauft. Oh, jetzt kriegen sie allerdings von 2 Seiten ab. Allerdings muss man sagen, sie sind auch schon... Komm, macht's weg. Oh, lol, da laufen richtig viele raus. Guckt euch das mal an.
Das ist eine richtig lange Koboldstraße, aber jetzt sind sie da schon. Komm, 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 jetzt geht sie noch um auf das Elixier. Und ich habe immer noch 53 Sekunden Zeit. Deswegen würde ich sagen, wir schnappen uns mal eben noch ein paar Prozente. Wir schnappen uns die Prozente mal eben noch schnell und dann habe ich auch immer noch den König. Ich weiß nicht, ob ich den König noch. Den König werde ich gar nicht mehr. Brauche ich den noch? Ne, ich glaube, den brauche ich gar nicht mehr. Aber wir haben noch 37 Sekunden, 36 Sekunden. Es wird noch etwas knapper von der Zeit her höchstens, als ich dachte. Ach komm. Wir setzen ihn eben ein. Wir setzen ihn eben ein. Das wird natürlich jetzt noch nicht reichen, das eine Armeelager, ist klar. So, jetzt noch das bitte. Komm, 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 komm. Ja, das wird jetzt reichen. Zack, wir zünden den König eben. War jetzt natürlich auch wieder nicht so viel Loot, aber egal. Wir haben ja auch kaum Truppen benutzt eigentlich, die so großartig teuer sind, ein paar Kobolde. Ich werde das mal öfters wieder. Ich nehme, glaube ich, öfters mal wieder Lazy Farming. Lazy Farming macht einfach mehr Spaß, finde ich, weil du einfach. Du hast diesen festgefahrenen Rhythmus nicht, den du mit Barge hast. Bei Barge weißt du immer, du musst die Minensammler abfarmen, du setzt dann erst die Barbaren, dann setzt die Bogenschützen her. Bei Barge hast du auch mal so noch ein bisschen mehr dabei, weil du ja noch du hast noch die Mauerbrecher, du hast noch die Riesen noch dabei. Das macht es einfach, ich finde es auch ein bisschen lustiger mal ab und zu, kann man ja mal durchwechseln. Wir sind jetzt ja auch nicht so gezwungen jetzt unbedingt, warte mal, hier mal intervenieren. Nicht so gezwungen jetzt hier noch unbedingt so viel Elixier zu sparen. Ich wüsste auch jetzt gerade gar nicht wofür, ich habe noch 10 Tage, bis da was fertig ist im Labor. Und dann weiß ich auch immer noch nicht, was ich mache. Ich tippe mal, ich mache dann den Frostzauber auf 3. Aber das ist ja alles noch Zukunftsmusik. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. 16 Uhr ist ja der Stream, also quasi vor einer Stunde, ne? Der Vergangenheitsfred ist am Stream. Würde ich mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Ansonsten sehen wir uns auch wieder bei einer neuen Runde Bloons. Bloons kommt morgen und übermorgen. Noch eine Folge mit Matthias, da ging es ganz hoch her. Danke fürs Zuschauen, bis demnächst. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Tschüss.